So, da sind wir. Nein, ich fall nicht noch mal drauf rein, weil du bist nicht Hier, kann unsere ich einen Augenblick Quest. mit euch reden? Nein, ich habe leider zu viel zu tun. Es geht hier um Leben und Tod. Ich kann gar nicht. Oh. Lauf bloß nicht die Treppe hoch. Das dürfte alles sein, Wächter. Doch was ist das? Eine Druidin und Fürstin Arabells Unterstützung? Vergebt mein Eindringen, Hauptmann. Meine Freundin wird es erläutern. Was führt eine Druidin und Fürstin Arabells Unterstützung zum Herrenhaus der Standhaften? Ich fürchte, Fürst Baccaro ist immer noch auf Galen und leitet dort die Hilfsmaßnahmen. Gibt es etwas, womit ich euch helfen kann? Ich habe Kisten und dieses Versandetikett von mit euren Namen in einen Stützpunkt des Ordens der Emporstrebenden gefunden. Interessant. Mir wurde gesagt, diese Kisten wären auf See verloren gegangen. Doch ich vermute, dass das mehr als nur ein einfacher Unfall war. Wenn man dann auch noch an die Kleindiebstähle und die Eindringlinge denkt, die meine Ritter vertrieben haben, es scheint, dass der Orden der Emporstrebenden uns ins Ziel genommen hat. Ich habe auch diesen Splitter gefunden. Erkennt ihr ihn wieder? Ihr sagtet, ihr hättet dies beim Orden der Emporstrebenden gefunden. Das ist eines der liebsten Besitztümer von Fürst Baccaro. Er bewahrt die Scheibe meist in den Kellern bei seiner Sammlung von Schmuckstücken aus seinen Abenteurertagen auf. Diese Diebe sind wagemutiger, als ich dachte. Dann behauptet ihr, die Liga der Standhaften hat nichts mit dem Orden der Emporstrebenden zu tun? Behaupten? Die Liga bietet jenen von uns Hilfe, die sie brauchen. Doch es ist eindeutig, dass der Orden der Emporstrebenden uns bestohlen hat. Ihr seid Ermittlerin in Diensten von Fürstin Arabelle. Könntet ihr den Keller überprüfen und mir helfen, herauszufinden, wie diese Diebe unsere Sicherheitsvorkehrungen umgangen haben? Ich werde nachsehen, ob mir etwas Ungewöhnliches in den Kellern auffällt. Nehmt diesen Schlüssel. Er wird die Tür zum Keller öffnen. Folgt einfach dem Pfad nach Norden, in Richtung des Anlegers. Wenn der Orden der Emporstrebenden die Liga der Standhaften bestiehlt, müssen wir wissen, wie und warum. Erzählt mir von diesen Bemühungen auf Galen. Die Hauptcharta der Liga der Standhaften bezieht sich darauf, jenen unglückseligen Leuten Hilfe in der Not zu leisten, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind. Galen wurde vor kurzem von brutalen Angriffen und vulkanischer Aktivität betroffen. Wir schicken Vorräte und Heiler. Ihr scheint mich zu kennen, doch ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Nicht offiziell, nein. Doch Fürst Baccaro erzählt mir alles. Ich kümmere mich um das Tagesgeschäft der Liga der Standhaften und befehlige ein kleines Kontingent von Rittern. Wenn Fürst Baccaro reist, überwache ich die Abläufe im Herrenhaus der Standhaften. Was sie zwangsläufig automatisch natürlich mit auf die Liste der Verdächtigen setzt. Allerdings hat sie mir jetzt gerade den Schlüssel gegeben und auch gesagt, dass ich nachgucken soll. Hier könnt ihr die Liga der Standhaften noch gerne noch nachlesen. Ne? Wie immer, einfach Pause drücken. Kann man hier? Ne, hier stiehlt man nur. Okay. Der Keller. Wo ist der Keller? Dürfte wohl auf der Rückseite des Hauses sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also so leichte Fragmente von Erinnerungen tauchen bei mir gerade wieder auf. Ja, hier unten. Und ehrlich gesagt, ich verdächtige immer noch, also seitdem ich gesagt habe, dass er das so komisch gesagt hat. Diese leere Halterung. Seht ihr das eingravierte Druidensymbol? Versucht, ob die Scherbe in den Sockel passt. Wovon redet die jetzt? Ach, da hinten. Verdächtige ich immer noch Baccaro, so hieß er. Genau wie ich vermutet hatte. Eine Geheimtür. Lasst uns sehen, was dieses Herrenhaus noch verbirgt. Hoffentlich haben die keine Spinnen. Ein Gang, der tiefer unter das Herrenhaus führt. Lasst uns herausfinden, was Fürst Baccaro hier unten versteckt. Oh, hier sollte ich vielleicht lieber nicht runterspringen. Ja, ich hab keine Zeit, tut mir leid. Ich wäre ja gerne darunter gesprungen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Schlaf ruhig weiter. Ich muss nicht unbedingt mit dir kämpfen. Du dreiköpfiges Etwas. Alter.
Kann man hier überhaupt gar nicht irgendwie sich bewegen oder sonst irgendetwas. Oh, Leute. So, wir sollten aber eigentlich noch mit der Druidin vorher sprechen. Hallo. Na, die hält uns gerade den Rücken frei. Na gut. Blutlinien der alten Druiden. Wieso steht hier unten rechts eigentlich eine Puppe? Ja, das könnt ihr euch jetzt selber durchlesen. Das ist ein bisschen viel. Was haben wir hier? Fürst Baccaros Tagebuch. Es sind nur zwei Seiten. Es folgen die neuesten Einträge. Anfangs war meine Wut angesichts des Versagens auf Hochinsel und Galen grenzenlos. Ich hatte alles so geplant und die Allianzanführer hatten auf See sterben sollen. Aber sie waren so unbeugsam und mein Magus schaffte es nicht, sie auf dem Eiland aller Flaggen zu töten. Wenn Fürstin Arabels Handlangern den Narren nicht erledigt hätte, hätte ich es selbst getan. Dann haben sie meine Pläne auf Galen Dann haben sie meine Pläne auf Galen vereitelt. Haus Monar wäre gefallen und ich hätte ein vereintes Druidenreich als Verbündeten gehabt. Dann hätte ich die Liga der Standhaften auflösen und sie durch meinen Orden der Emporstrebenden ersetzen können. Der Magus war zu arrogant gewesen, Erzdruidin Orleid zu zögerlich. Ich darf nicht zulassen, dass andere mich ebenfalls enttäuschen. Es muss einen neuen Druidenkönig geben, damit die Prophezeiung erfüllt ist und er die heiligen Insignien erhält. Dies war von Anfang an mein Ziel. Schließlich ist es mein Bluterbe. Ich bin der letzte lebende Nachkomme von Druidenkönig Kasurain. Dank der Blutlinie meiner Mutter gehört das Vermächtnis der Bretonen rechtmäßig mir. Ich hätte mich damit begnügt, Orleid eine Weile herrschen zu lassen, während ich meine Macht konsolidierte und Pläne schmiedete. Aber sie war zu schwach. Mir ist klar, dass ich jetzt in Aktion treten muss. Ich muss die Verderbtheit des Rubinthrons ersetzen, durch die Reinheit des Efeuthrons, wie es die Natur verlangt. Wenn ich erst die Insignien habe und die wahre Macht des Feuersangbergs erwecke, werde ich die aktuelle Ordnung in Feuer und Asche begraben. Und aus dieser Asche wird eine neue Ordnung auferstehen. Nicht eine aus zerbrechlichen Rubinen und Steinen, sondern eine aus Efeu und Ranken und Wurzeln, die alles umschlingen und wachsen und sich ausbreiten. Ein neues Zeitalter des Grünen wird anbrechen, genährt vom Blut des Alten. Oh mein Gott, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Grünen hier angesprochen werden, weil das hört sich alles diese genauso Rüstung an. Sie sieht genau wie die des emporstrebenden Fürsten aus, nicht wahr? Das kann sein. So genau habe ich die jetzt noch nicht in Augenschein genommen. Welche Verbindungen gibt es hier? Warum interessiert der Orden der Emporstrebenden sich für diesen Ort? Und warum hat Fürst Baccaro einen Rüstungssatz des emporstrebenden Fürsten? Ich habe ein von Fürst Baccaro verfasstes Tagebuch gefunden. Darin gibt er zu, dass er der emporstrebende Fürst ist. Was? Aber Fürst Baccaro ist ein Mann des Friedens. Warum sollte er heimlich die Fäden abtrünniger Ritter ziehen, die tatkräftig versuchen, alles zu vernichten, wofür er gearbeitet hat? Ich verstehe das nicht. Weil man seine Freunde nah an sich ranlässt und seine Feinde noch näher. Fürst Baccaro will, dass der Feuersang die Druiden eint. Er will, dass die Zirkel einen neuen Druidenkönig krönen. Deshalb fachte er die Zwiste auf Galen an und bot dann die Hilfe der Standhaften an, sobald der Staub sich gelegt hatte. Während er die ganze Zeit über Bündnisse mit den Siegern schloss. Doch sein Plan ist gescheitert. Es wurde kein neuer Druidenkönig gekrönt. Ich habe auch diese Genealogie gefunden. Laut ihr ist Fürst Baccaro ein Nachkomme des letzten Druidenkönigs. Lasst mich das sehen. Könnte das stimmen? Könnte Fürst Baccaro ein wahrer Nachkomme von Druidenkönig Kasurain sein? Oh nein, die Gravuren. Ich glaube, ich weiß, warum dieser Ort Fürst Baccaro wichtig ist. Untersucht die Gravuren. Ich erkläre euch, was ich in ihnen sehe. Ich werde die Gravuren untersuchen. Guck nicht so böse. Seht ihr das? Das ist eine stilisierte Darstellung des Efeuthrons mit den Insignien des Druidenkönigs. Krone, Stab und Stulpe darunter. Graviert über den Thron ist das Wappen des Hauses Merchat. Okay. Nein, nicht weglaufen. Fürst Baccaro, der emporstrebende Fürst, glaubt also, dass er über die Blutlinie seiner Mutter vom letzten Druidenkönig abstammt. Er will der Druidenkönig werden und den Efeuthron neu etablieren.
Deshalb kam er nach Galen. Er braucht die Insignien des Druidenkönigs. Was ist so wichtig an den Insignien des Druidenkönigs? Den Insignien selbst wohnt keine Macht inne. Sie sind Symbole, mehr nicht. Doch allein der Umstand, dass die heiligen Samen zu Krone, Stab und Stulpe heranwachsen können, verschafft der Prophezeiung des Druidenkönigs mehr Glaubwürdigkeit. Frischt bitte meine Erinnerung bezüglich dieser Prophezeiung auf. Der Traum von Kasorein. Die Druiden des Archipels diskutieren über seine Bedeutung, seitdem er vor so langer Zeit erstmals ausgesprochen wurde. Mit den Insignien kann Fürst Bakaro verkünden, dass die Bedingungen der Prophezeiung erfüllt wurden und er der neue Druidenkönig ist. Würden die Druiden das wirklich glauben? Die Prophezeiung hat eine tiefe Bedeutung für Druiden. Wir warten schon seit so, so langer Zeit darauf, dass sich ihre Verheißung erfüllt. Wir müssen uns beeilen. Ich muss Fürstin Arabelle das Gegenmittel verabreichen und sie vor diesem Verrat warnen. Trefft mich im Alraunen-Herrenhaus. Was ist mit Hauptmann... Ich kann es nicht aussprechen. Bagurite? Keine Ahnung. Sollten wir ihr sagen, was wir aufgedeckt haben? Hauptmann Marguerites Ruf ist tadellos und sie schien nichts von all dem zu ahnen. Doch das ließe sich auch über Fürst Bakaro sagen. Mhm. Bis wir festgestellt haben, wie weit diese Verderbnis in der Liga der Standhaften verbreitet ist, behalten wir das für uns. Nun gut, dann kehren wir mal zurück zum Alraunen Herrenhaus. Ich nehme euch jetzt nicht den ganzen Weg mit, sondern ich sag mal, wir treffen uns dann gleich drüben. Also, ich bin ehrlich, vom Bauchgefühl her glaube ich nicht, dass die eine Bescheid weiß, dieser Hauptmann, weil warum sollte sie uns sonst auch noch den Schlüssel geben? Das war hier eins höher, genau. Fürstin Arabelle, trink dies. Es wird das Gift neutralisieren. Wir haben die Quelle des Gifts entdeckt. Und noch mehr. Unsere Freundin wird es euch erzählen. Ich wusste, ihr würdet mich nicht enttäuschen. Was habt ihr entdeckt, meine Teure? Würde ich dir gerne sagen, aber ich darf noch nicht mit dir reden. Jetzt. Igitt. Hättet ihr nicht einen Hauch Zimt oder Honig hinzugeben können, Rüvana? Wie auch immer. Ich bin wohl schon bald wieder wohlauf. Es reicht mit der Spannung. Erzählt mir, was ihr entdeckt habt, meine Teure. Fürst Bakaro ist der emporstrebende Fürst. Er hat den vergifteten Wein an euch und Herzogin Elea geschickt. Das Gift muss sich auf mein Gehör ausgewirkt haben. Habt ihr gesagt, Fürst Bakaro ist der emporstrebende Fürst? Wie kann das sein? Er hat doch die Friedensverhandlungen finanziert. Er gründete die Liga der Standhaften, die nur Gutes für den Archipel und das Festland getan hat. Ich habe sein Tagebuch gefunden. Er gesteht seine Verbrechen und behauptet, ein direkter Nachfahre des Druidenkönigs zu sein. Wenn ich die Dinge aus diesem Blickwinkel betrachte, erscheinen die Verzögerungen und der Umstand, wie der Orden der Emporstrebenden uns stets einen Schritt voraus sein konnte, in einem völlig anderen Licht. Doch warum all diese Mühe? Was hat Fürst Bakaro wirklich geplant? Nach dem, was wir unter dem Herrenhaus der Standhaften gefunden haben, glaube ich, dass er der nächste Druidenkönig sein will. Ach, ich fühle mich schon besser. Gut gemacht, teure Rüvana. Was diese Angelegenheit bezüglich des Druidenkönigs angeht, so habe ich die Berichte aus Galen gelesen. Manche Druiden glauben wirklich, der Efeu-Thron wäre besser als der Rubin-Thron. Doch all dieser Aufruhr und dieses Morden... Was sollen wir nun tun, Fürstin Arabelle? Ich persönlich würde ja sagen, wir stellen ihm einfach eine Falle. Wir haben zu lange gezögert. Unsicher, woher der nächste Angriff kommen würde. Nun wissen wir es. Er kommt aus unserer Mitte. Von jemandem, den wir als Verbündeten sahen. Als Freund. Nehmt dies, meine Teure. Wir werden uns schon bald um Bakaro kümmern. Ja, und wir haben einmal verstärkte Schuhe vom Set Bastion des Drauife erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Und ich würde sagen, damit die Folge nicht zu lange wird, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann! Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.